Hallöchen und willkommen zurück zur Samstagsausgabe der Spark Challenge. Wie angedroht, ich habe mich hier von der letzten Folge kurz hingestellt, habe das Eisen mal durchlaufen lassen, weil es einfach sonst extremst langweilig wird, wenn man 2 Wochen lang nur durch die Landschaft läuft und irgendwie nichts erreicht und jetzt buddelt man sich denn hier wochenlang durch die Minenschächte, durchs Bergwerk. Oh, Augenblick. Und kommt nicht voran, also habe ich mich kurz hier hingestellt, habe das Eisenbus durchlaufen lassen, habe nichts gemacht derweile, außer meinen Timer neu eingestellt und buddel jetzt einfach weiter, so wie es sein soll. Wie gesagt, ich weiß, das ist nicht ganz regelkonform, ist, denke ich mal, aber verziehen. Weil ja, die Challenge sich selber natürlich extremst lang hinzieht. Bei mir fängt das gerade an, irgendwie zu lecken. Das heißt, die Blocks, die ich abgebaut habe, tauchen mit immer wieder auf. Sind aber doch abgebaut. Ist ja lustig. Na gut, schauen wir mal. Ja, genau. Weil ja, wenn man hier wirklich sich auf das Suchen konzentriert, ist man doch ziemlich abgelenkt. Da würde ich jetzt lieber irgendwas bauen. Ist das jetzt? Ist das schon Bedrock? Ja, so sieht der Bedrock aus. Das heißt, ich bin sogar schon tiefer als Diamantenhöhe. Was haben wir jetzt? Höhe 9. Oh, Junge, auf der 10. Höhe 10 ist toll. Vielleicht haben wir ja Glück und finden jetzt hier sogar schon Diamanten. Obwohl wir jetzt wiederum dringend eigentlich Gold bräuchten, um den Emerald zu kriegen. Also das ist echt, das ist verflixt und verzweifelt. Habe mich vor jetzt mittlerweile für euch 2 Wochen mit einem anderen Mitspieler unterhalten, der auch an der Challenge teilnimmt. Er selber hat auch gesagt, er will kein Strip Mining mehr machen. Das ist ihm auch einfach zu doof und zu erfolglos. Er geht dann halt lieber in eine Grube oder in einen Höhleneingang. Hat er ihn jetzt gemacht. Und zieht sich dann lieber die Ressourcen so aus den Höhlen. Was, wenn ich jetzt hier gerade schon wieder durch die Landschaft jetzt hier sagen muss, ich bin gerade ja selbst drauf und dran zu sagen, ich suche mir auch lieber eine neue Höhle. Anstatt mich hier wieder sinnlos meilenweit durch die Höhlen zu graben. Warte mal, eins, zwei, ich glaube drei reichen. Weil wenn Diamant, hat man das einmal die Richtung, einmal die Richtung. Das heißt, man kann sie von da oder von da den äußeren sehen. Okay. Also reicht das auch. Gut. Ja, Eisen nehmen wir mit. Aber ich glaube nach der Aufnahme. Diamant. Ich werd bekloppt. Diamanten. In der weiß ich wie vielsten Folge. Ich werd wahnsinnig. Haben wir eigentlich gehabt? Acht Stück. Bei 8 Stück heißt es, ich kann mir das Schwert machen, ich kann mir den... Mal, das Schwert kann ich machen. Ich kann mir einen Zaubertisch machen. Und ich kann mir noch locker noch eine Spitzaxt, eine Spitzhacke. Und eine Schaufel machen. Das ist doch ein Traum. Endlich jetzt mal hier irgendwas wieder voran. Boing, boing. Gut. Endlich geht mal wieder irgendwas voran hier. Ist doch schön. So, wo bin ich denn gerade?
Nee, das war jetzt blöd. Das wollte ich nicht. So. Das haben wir jetzt hier auch. Dann nehmen wir einfach mal die Richtung weiter. Wieso fängt der eigentlich jetzt hier an zu... Noch mehr Diamanten. Wahnsinn. Das heißt, ich kann hier mein komplettes Werkzeug mittlerweile machen. 13 Diamanten. Komm, und jetzt noch Gold. Boah. Geile Pfeile. Doch die richtige Entscheidung gewesen, hier runterziehen. Aber irgendwie habe ich eigentlich den neu gestartet. Ja, ist auf einfach. Also Mobs sind an. So, jetzt brauche ich trotzdem Gold. Lavasee wäre jetzt nicht verkehrt, wa? Mit Obsidian was abholen? Ja, genau. Aber jetzt hier ist das Villager-Dorf. Das heißt, ich brauche jetzt, ich habe keinen Bock wieder irgendwann zurückzurennen zu dem Dorf wegen dem Emerald. Geschweige denn, will ich da jetzt irgendein neues suchen. Da haben wir hier 1, 2, 3. Da unten ist noch was. Nehmen wir mit. Wir brauchen ja schließlich noch Eisen für den Eisengolem. Ups. Mitgenommen. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, genau. Stein, Pflasterstein haben wir hier. Und einmal wieder zurück noch. Dann werden wir mal kicken, ob wir irgendwo was finden. Was wie Gold aussieht. Erstmal werde ich hier das Redstone hier entsorgen. Will ich jetzt einfach nur mit wenigen XPs. Oh, Redstone kann raus. Redstone kann raus. Redstone kann raus. Pflasterstein 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 kann raus. Einen halben Stack behalten wir mal noch. Nö, behalten wir nicht. Weil, wie wurde letztes Jahr weiter? Und weiter jetzt. Kies. Ja, da brauche ich nicht gucken, da gibt es kein Gold. Jetzt einfach wieder rausbuddeln hier. Nach oben ins Dorf zurück. Vielleicht mal ganz kurz hochstecken und vielleicht ein bisschen Lava zu finden. Na. Alles klar. Hier schreit's nach Höhle. Echt jetzt? Da waren wir ja gerade. Na, wo ist die Höhle? Na,
ist hier etwas laggy. Sollte wahrscheinlich echt tatsächlich meinen Rechner mal neu starten, beziehungsweise mal wieder ein bisschen meine Aufnahmen ein bisschen rendern. Um ein bisschen Platz zu kriegen. Ich höre doch jetzt hier einen Zombie. Jetzt lenkt mich doch nicht so ab. Da willst du was erzählen? Kommst du nicht dazu, weil du wieder abgelenkt wirst? Wegen dieser Viecher. Ich höre euch doch. Ja, ist ja gut. Die Frage ist, von wo höre ich euch? Spinne und Zombie höre ich. Verhältnismäßig laut. So, jetzt hier noch eine Sch Nee. Ist wieder leiser. War das hier, wo ich zwischengeparkt hatte? Eigentlich nicht, oder? Nächste Schaufel. Hat mir extra noch eh nicht gemacht. Wusste schon warum. Ist mir jetzt zu doof. Mal wieder raus. Freunde, Diamanten. 13 Stück. Der Knaller. Weiß ich aber auch Gold haben jetzt hier. Zeig die Schnauze voll. Wo ist hier Gold? Will Gold. So, da oben ist schon mal der Boden. Mal gucken, ob wir hier. Okay. Na? Oh ja, komm hoch. Komm. Ja, komm. Trau dich. Na, warte nun. Na, komm schon. Na siehst du, hier da mit dir. Stirb wie eine anständige Spinne. Brrr. Die haben wir nicht. Da hinten sind die Zombies. Und die Folge ist auch schon wieder rum. Jetzt, wo doch wieder ein bisschen actionreicher wird. Gut. Dann baut mich mal ganz kurz zu. Mache hier ab nächster Folge wieder weiter. Merken wir uns. Durch diese hohle Gasse wird der gehen. Aufregend. Ah, das kriegen wir hin. Bisschen Gold noch. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zur doch Sonntagsausgabe. Der Spark Challenge. Und hoffen, dass wir da vielleicht ein bisschen Gold finden. Dann können wir endlich ins Village Dorf oder in das Village zurück, können uns Gold gegen den Emerald tauschen und dann endlich wieder ab nach Hause und abhaken. Zaubertisch craften. Zack, zack, zack. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis morgen und tschüss.